Heute Nachmittag wollen wir uns im Sinn einer Übersicht mit dem Buch Hiob beschäftigen. Zu Beginn lese ich die Einleitungsverse. Hiob 1, Vers 1. Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob, und selbiger Mann war vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und sein Besitztum bestand in 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 Joch Rindern und 500 Eselinnen und in sehr vielem Gesinde. Und selbiger Mann war größer als alle Söhne des Ostens. Und seine Söhne gingen hin und machten in dem Haus eines jeden ein Gastmahl an seinem Tage. Und sie sandten hin und luden ihre 3 Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls umgegangen waren, so sandte Hiob hin und heiligte sie. Und er stand des Morgens früh auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sprach: Vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. Also tat Hiob alle Zeit. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen. Und auch Satan kam in ihrer Mitte. Und der Herr sprach zu Satan: Wo kommst du her? Und Satan antwortete Jehova, oder dem Herrn, und sprach: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und der Herr sprach zu Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Hast du nicht selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet, und sein Besitztum hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Da sprach der Herr zu Satan: Siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Und Satan ging von dem Angesicht des Herrn hinweg. Das Buch Hiob ist eines der merkwürdigsten Bibelbücher. Es wird uns in dem Buch selber nicht gesagt, wer es geschrieben hat. Doch finden wir in Kapitel 19 Hiobs Wunsch, dass dieses Buch doch geschrieben würde. 19, Vers 23: Oh, dass doch meine Worte aufgeschrieben würden. Oh, dass sie in ein Buch gezeichnet würden, mit eisernem Griffel und Blei in den Felsen eingehauen auf ewig. Die rabbinische Tradition im Talmud bringt das Buch Hiob mit Mose in Verbindung. Das ist erstaunlich, aber durchaus denkbar, und zwar in dem Sinn, dass Mose der Redaktor gewesen wäre und er bereits ältere Quellen gehabt hätte, die er dann zum dem eigentlichen Buch Hiob verarbeitet hat. Also im genau gleichen Sinn, wie Mose das erste Buch Mose geschrieben hatte. Auch da gibt es im ersten Buch Mose selber Hinweise, dass er bereits frühere schriftliche Überlieferungen hatte von den Patriarchen her, die er dann unter Inspiration des Heiligen Geistes zum ersten Buch Mose zusammengefügt hat. Es ist ja interessant, Mose lebte 40 Jahre in Ägypten, dann musste er fliehen, er ging ins Land Midian. Das heißt also in eine Gegend sehr nahe vom Lande Uz. Und da lebte er 40 Jahre, hatte dort Kontakt mit einem midianitischen Priester, Jethro, Reguel, 2. Mose 2, Vers 15 und folgende. Der wurde nämlich sogar sein Schwiegervater,
weil er sich in eine der Töchter verliebt hatte. Und so hatte also Mose während 40 Jahren zu den Midianitern und zu einer gottesfürchtigen Linie aus dem midianitischen Volk Beziehung. Und das wäre durchaus denkbar, dass er von daher die Berichte für das Buch Hiob bekommen hat. Das ist Spekulation, aber sie ist tausendmal vernünftiger, als was die bibelkritische Theologie gebracht hat, die das Buch Hiob als Fälschung aus nachexilischer Zeit möglichst weit runterdatieren wollte. Die Rabbiner haben nicht einfach aus der Luft gegriffen, wenn sie überliefern, dass Mose in Verbindung mit dem Buch Hiob steht. Aber wichtig ist jedenfalls, dass es eben Gottes Wort ist. Und so wird es im Neuen Testament auch behandelt, wie wir noch sehen werden. Zum Thema. Was ist das Thema des Buches Hiob? Ich habe hier einige Möglichkeiten aufgeführt, wie man das Buch Hiob umschreiben könnte. Leiden wozu? Ein Buch mit 42 Kapiteln, das sich mit dem Problem des Leidens beschäftigt. Und das sind nicht zu viele Kapitel, denn wir wissen, dass die Frage nach dem Leid in dieser Welt zu den tiefsten Fragen der Menschheit überhaupt gehört. Ich habe heute Morgen erklärt, wie Darwin genau an dieser Frage gescheitert ist. Wenn er den Sternenhimmel betrachtet hat, dann ist es wie eine Macht über ihn gekommen, es gibt einen Schöpfer. Und wenn er dann an das Leiden in dieser Welt gedacht hat, dann ist das bei ihm wieder weggegangen. Leiden wozu? Oder ein Buch über Hiob von Erich Bonsels heißt Gottes Hand im Leiden. Aber es behandelt eben nicht nur einfach Leiden schlechthin. Das Besondere im Buch Hiob ist, es geht um die Frage, warum ein gläubiger, gerechter Mensch leidet. Das ist noch viel schwieriger. Also, wir können sagen als Titel, warum müssen selbst Gerechte leiden? Aber wir sehen Gottes Treue in diesem Buch und so können wir es umschreiben mit Gottes unbegreifliche Wege durch Leiden hin zum Segen. Oder wir könnten auch den Wahlspruch der Hugenotten nehmen aus der Verfolgungszeit. Post tenebras lux, das war ihre Hoffnung. Nach der Finsternis das Licht. Entspricht Psalm 112, Vers 4. Wo es heißt, dem Gerechten geht Licht auf in der Finsternis. Oder schlicht ein Bibelwort könnten wir als Titel setzen. Jesaja 55, Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das drückt sehr eindrücklich das Thema des Buches Hiob aus. Aber es ist noch mehr. Wir haben ja in Kapitel 1 bereits etwas davon gelesen, wie all dem Leiden Hiobs eine Szene im Jenseits vorausgegangen ist, im Himmel, wo die Engelwelt sich vor Gott versammelt hat und Satan den Vorschlag gemacht hat, dass Hiob durch Leiden getestet werden sollte. Ob wirklich sein Glaubensleben auch so etwas aushalten würde. Und so sehen wir in diesem Buch mehr. Es geht nämlich hier um das Zeugnis des Erlösten gegenüber der Menschheit und der Engelwelt. Das können wir in Zusammenhang sehen mit 1. Petrus 1, Vers 12. Dort schreibt Petrus, dass Engel ihre Hälse recken, so wörtlich im Griechischen, um
eben in das Geheimnis der Erlösung hineinzuschauen. Das heißt dort, in der Elberfelder übersetzt, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Aber von der Grundbedeutung her ist es sogar, dass sie ihre Hälse recken, um in diese Dinge zu schauen. Die Engelwelt ist interessiert an Gottes Werk, Erlösungswerk an den gläubigen Menschen. Und in 1. Korinther 4, Vers 9 sagt Paulus, wir sind ein Schauspiel geworden, sowohl Menschen als Engeln. Das heißt also, die unsichtbare Welt ist sehr interessiert an der Menschheit und insbesondere am Leben und Verhalten der erlösten Menschen. Weil die Engelwelt an der Erlösung keinen Anteil hat. In Hebräer 2 heißt es, Gott ergreift die Engel nicht, also um sie zu retten und herauszuholen, die gefallenen Engel, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Also nur solche, die gläubig sind wie der Patriarch Abraham, die werden erlöst. Und da müssen wir also das Buch Hiob in dieser viel größeren Dimension sehen. Es geht um die unsichtbare Welt, die ein Interesse hat an der Echtheit der Erlösung, die Gott an Menschen bewirkt. Ein Wort zum Aufbau des Buches. Das ist immer wichtig, wenn man ein neues Bibelbuch studiert, dass man sich fragt, wie ist das Buch eingeteilt, aufgebaut. Wenn man es mal einfach so durchliest, dann fällt auf, die Kapitel 1 bis 2, das ist falsch hier auf dem Blatt, das ist ein Schreibfehler. Die Kapitel 1 bis 2, die sind Prosa, also in normaler Sprache verfasst. Aber dann die Kapitel 3 bis 41, die sind Poesie, poetisch, in Gedichtform. Während dann Kapitel 42 wieder Prosa ist, also in normaler, gewöhnlicher Sprache. Das gibt ein ABA-Schema, das ist sehr üblich in der Kunst, dieses Schema. In der Musik kommt das oft vor, viele Lieder sind nach dem Prinzip ABA aufgebaut, ABA, ja. ABA-Schema, Prosa, Poesie, Prosa. Was die Poesie anbetrifft, das habe ich heute Morgen ausgelassen. Auf dem ersten Blatt zu den Psalmen habe ich ja einen Abschnitt zur hebräischen Poesie im Alten Testament. Diese Poesie ist ganz anders aufgebaut als unsere europäische Poesie. Und zwar ist es nämlich vor allem eine Gedankenreimpoesie. Und die Grundstruktur ist ein Parallelismus von zwei Versen. Die Grundstruktur der Poesie im Alten Testament ist der Aufbau eines Verses aus zwei parallel gestellten Verszeilen. Und da unterscheidet man drei Schultypen, von denen es dann unzählige Abarten gibt. Aber diese drei Grundtypen sollte man kennen. Und die sind so nützlich fürs Bibellesen. Und gerade auch das Buch Hiob, man liest es ganz neu und ganz anders, wenn man das mal verstanden hat. Ein Beispiel für einen solchen Parallelismus ist Psalm 119, Vers 105. Das sind zwei Verszeilen auf Hebräisch, die eigentlich das Gleiche nochmals ausdrücken, aber mit anderen Worten. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Dem Fuß entspricht dann in der zweiten Zeile mein Pfad. Und Leuchte, dem entspricht Licht. Dem sagt man, das ist der synonyme Parallelismus. Das Gleiche wird mit synonymen, gleichbedeutenden Worten nochmals ausgedrückt. Und sieht man das? Diese Art von Poesie kann man übersetzen. Das merkt man auch im Deutschen. Das ist die übliche kanaanitische Poesie gewesen. Die Kanaaniter haben so gedichtet. Und Hebräisch ist ja eine kananäische Sprache.
Auch die Form der Poesie findet sich wieder im Alten Testament. Aber das Besondere eben, man kann sie übersetzen. Wenn man ein französisches Gedicht übersetzt auf Deutsch, dann ist irgendwie die ganze Pointe ist verloren. Man kann es nicht übersetzen. Im Normalfall, es gibt schon Künstler, die können es dann plötzlich nochmals in Versform bringen auf Deutsch. Aber auch dann ist es manchmal gekünstelt und so. Aber die hebräische Poesie ist wirklich gemacht im Blick auf die Bibelübersetzung in möglichst alle Sprachen der Welt. Dass sie nämlich erhalten bleibt. Dann gibt es den antithetischen Parallelismus. Da sagt die erste Verszeile einen Gegensatz aus zur zweiten. Beispiel Sprüche 28, Vers 12. Das kann man aufschlagen, das kennt man nicht unbedingt auswendig. Wenn die Gerechten frohlocken, ist die Pracht groß. Wenn aber die Gesetzlosen emporkommen, verstecken sich die Menschen. Da drückt also die erste Zeile einen Gegensatz aus zur zweiten. Und dann gibt es noch einen dritten Grundtyp, das ist der synthetische Parallelismus. Da baut die zweite Zeile auf der ersten und führt sie weiter. Psalm 119, Vers 9. Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Hier wird nicht zweimal das Gleiche gesagt. Hier wird nicht ein Gegensatz ausgedrückt, sondern hier wird die erste Zeile beantwortet, weitergeführt. Diese drei Grundtypen. Es gibt dann schon auch Wortspiele, Wortanklänge und Rhythmus, die spielen alle eine Rolle im Hebräischen, aber es ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache der Poesie bewegt sich also im Inhalt, im Gedankenreim. Damit man vielleicht noch etwas eine Vorstellung hat, wie das etwa tönt, eben damit man auch mal das von Rhythmus erlebt hat. Ich rezitiere mal aus Psalm 1, da merkt man etwas von dem Rhythmus, der drin ist, im Gegensatz zur Poesie, zur Prosa. Psalm 1, Ashre ha'ish, asher lo halach, ba'atzat rasha'im, uve derech hata'im lo amad, uve moshav letzim lo yashav. Ki im betorat Adonai chefzo, uve torato yehge yomam balaila. Vehaya keetz shatul al palgei mayim. Und so weiter. Also man merkt etwas von dem Rhythmus und von der ganzen Pathetischen drin. Das spielt alles natürlich eine wichtige Rolle, aber das Wichtigste ist der Inhalt. Und das ist nun wichtig, weil ich erklärt habe, Hiob, erster Teil, Prosa, dann kommt Poesie, dann kommt wieder Prosa. Und die Poesie umfasst alle Reden. Die Reden von Hiob und seinen Freunden, seinen drei Freunden, dann die Rede seines vierten Freundes und die Rede Gottes aus dem Sturm. Man fragt sich ja, wie ist das gegangen damals? Die haben doch sicher nicht in Poesieform gesprochen miteinander. Da kann man sagen, warum nicht? Ja, weil diese Art von Poesie ist viel einfacher, dass man die improvisieren kann. Es gibt wenige Leute, die Hexameter improvisieren können. Es gibt solche Leute auf Deutsch. Die können in Versform, in Hexametern sprechen, aber das ist wirklich eine gewaltige Ausnahme. Aber diese Art von Poesie, wo auch
Rhythmuswechsel erlaubt sind, das geht. Und so kann man sich also durchaus vorstellen, dass diese Freunde Hiobs, um ihren Worten Gewicht zu geben, dass sie auch effektiv so pathetisch über das Problem des Leidens Hiobs miteinander gesprochen haben. Jetzt eine etwas detailliertere Struktur ergibt folgendes Schema. Ich habe das betitelt als Spiegelstruktur. Ich habe mal versucht, das Buch Hiob einfach nach den offensichtlichen Teilen aufzuschreiben. Und da bin ich gekommen auf 6 Teile. Die ersten 2 Kapitel, wo beschrieben wird, wie Hiob vom Wohlstand ins Unglück fällt. Dann kommt ein Monolog. Hiob verflucht seine Geburt. Eine Rede Hiobs, wo er gewissermaßen seine Geburt als einen Fehler in der Schöpfung betrachtet. Dann kommen die Freunde, sie diskutieren mit Hiob. Und zwar haben wir hier 3 Diskussionsrunden. Zuerst spricht Eliphas in Kapitel 4, dann antwortet Hiob, dann kommt Bildad, Hiob antwortet, dann kommt Zophar und Hiob antwortet. Dann kommt eine neue Serie. Zweitens, die Kapitel 15 bis 21. Eliphas spricht wieder als der Älteste. Hiob antwortet, entgegnet. Bildad, der Zweitälteste, Hiob antwortet. Zophar, der Jüngste, Hiob antwortet. Immer noch keine Lösung. So beginnt die 3. Runde. 22 bis 31. Eliphas spricht wieder als der Älteste. Hiob antwortet, Bildad spricht, Hiob antwortet. Und dann heißt es, die Worte Hiobs sind zu Ende. Es hat überhaupt keinen Sinn, mit dem Mann zu sprechen. Denkt sich Zophar. Und er lässt es bleiben. Das kennen wir alles, oder? Das hat keinen Sinn. Also hören wir auf, zu diskutieren. Die Diskussion wird abgebrochen. Zophar spricht nicht mehr. Und dann kommt ein neuer Diskussionsbeitrag. Elihu, ein 4. Freund, taucht plötzlich auf der Szene, und er sagt, ich habe es fast nicht mehr zurückhalten können, aber ihr seid alle älter, und da wollte ich zuerst das Alter sprechen lassen. Aber nachdem ihr so viel Unsinn erzählt habt, jetzt darf ich erzählen die Weisheit, die Gott mir gegeben hat. Und er spricht von Kapitel 32 bis 37, ein Monolog, und Hiob antwortet nicht. Und dann kommt ein deutlich neuer Teil. Gott erscheint im Sturm, dem Hiob. Und er spricht über die Natur, über die Schöpfung, eben über Gottes Weisheit in der Schöpfung. Er spricht bis und mit Kapitel 39, und dann antwortet schließlich Hiob und sagt in Kapitel 39, Vers 33, oder nach anderer Verszählung ist es 40, Vers 3. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, siehe, zu gering bin ich. Was soll ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal und ich will es nicht mehr tun. Was ist das? Das ist nicht Buße, sondern es ist Schmollen. Hiob sagt, ich habe sowieso keine Chance. Du bist der mächtige Gott. Ich bin viel zu gering, ich kann keine Antwort geben. Ich habe mal früher versucht zu sprechen, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Und dann fährt Gott weiter und spricht über den Behemoth und den Leviathan. Und dann kommt ein neuer Teil, Kapitel 42, wo Hiob dann schließlich antwortet nach diesem Biologieunterricht. 42, Vers 1. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach,
ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Merkt man den Parallelismus? Das ist ein Synonym. Ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Das Gleiche wird zweimal ausgedrückt. Und dann sagt er in Vers 6, darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Da wird auch das Gleiche zweimal ausgedrückt. Also eigentlich bis Kapitel 42, Vers 6 geht die Poesie, ja? Wenn man es ganz genau nimmt. Und dann kommt ein neuer Teil. Gott führt Hiob aus dem Leiden in den doppelten Wohlstand. Gut, dann habe ich mir das so mal aufgeführt. Und dann habe ich überlegt, gibt es hier irgendwelche Spiegelungen? Weil oft Bibelbücher in Spiegelstruktur aufgebaut sind. Ja, natürlich. Kapitel 1 und 2 ist vom Wohlstand ins Unglück und 42 ist vom Unglück in den Wohlstand. Das ist klar, ein Gegensatz. Dann habe ich mir überlegt, ja, und wie ist das? In Kapitel 3, da haben wir die Rede Hiobs. Seine Geburt ein Fehler in der Schöpfung. Ja, das spiegelt sich genau mit dem zweitletzten Teil. 38 bis 41. Die Rede Gottes, wo er spricht über Gottes Weisheit in der Schöpfung. Also ein deutlicher Gegensatz. Und dann haben wir dazwischen noch den großen Teil, 4 bis 31, die Diskussion mit den drei Freunden. Und das spiegelt sich mit Kapitel 32 bis 37, der Diskussionsbeitrag von Elihu, dem vierten Freund. Und das könnte helfen, Elihu, ein richtiges Bild von Elihu zu bekommen. Seine Rede steht gewissermaßen von der Spiegelstruktur her im Gegensatz zur Rede der drei Freunde. Und Gott sagt am Schluss in Kapitel 42, dass die drei Freunde nicht recht über Gott gesprochen haben. 42, Vers 7. Denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet, sagt Gott zu den drei Freunden. Zu Elihu sagt er das nicht. Also Elihu ist eigentlich der Gegensatz zu den falschen Reden der Freunden. Er wird gar nicht getadelt. Aber davon mehr später. Einfach damit wir mal so die Übersicht haben über den Aufbau des Buches. Jetzt kommen wir zu den Leiden Hiobs überhaupt. Ich habe mir mal überlegt, wie viele Prüfungen muss Hiob eigentlich bestehen? Und dann bin ich plötzlich auf 7 gekommen. Interessant, die Zahl 7, oder? Ein vollkommenes Maß an Leiden und Prüfung. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Nämlich, die erste Prüfung ist Kapitel 1, Vers 14 bis 15. Ich lese von 13 an. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und seine Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben ihnen, da fielen Sabäer ein. Ein Volk aus Saudi-Arabien. Und nahmen sie weg, und die Knechte erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Und ich bin entronnen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Also ein Schlag über den Rinder- und Eselbesitz von Hiob. Aber dann geht es weiter, die zweite Prüfung folgt sogleich. Dieser redete noch, da kam ein anderer und sprach. Feuer Gottes ist vom Himmel gefallen. Also ein Blitz kam. Feuer Gottes ist vom Himmel gefallen und hat das Kleinvieh und die Knechte verbrannt und sie verzehrt.
und ich bin entronnen, nur ich allein. Ein Schlag über das Kleinvieh, wieder auch über Knechte. Und dann Vers 17, dieser redete noch, da kam ein anderer und sprach, die Chaldäer haben drei Haufen gebildet. Die sind also von Irak her wohl gekommen. Das ist das Ursprungsland der Chaldäer. Und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen und die Knechte haben sie mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Und ich bin entronnen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Schlag über die Kamele und Knechte. Und dann viertens, 18, während dieser noch redete, da kam ein anderer und sprach, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, ein starker Wind kam von jenseit der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Und es fiel auf die jungen Leute und sie starben. Und ich bin entronnen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Wir haben ja schon früher gelesen, dass die Söhne und Töchter Hiobs, die waren sehr geburtstagsfreudig. Die haben also immer Geburtstag intensiv gefeiert. An seinem Tag, das meint immer an seinem Geburtstag. Und das wurde ihnen schließlich zum Verhängnis. Durch eine Naturkatastrophe ist das Haus zusammengefallen und zusammengestürzt und alle 10 Kinder Hiobs sind ihm weggerissen worden. Das ist die vierte Prüfung. Unglaublich. Und Hiob wusste natürlich nichts von der Szene im Himmel, von dem, was Satan mit Gott gesprochen hat. Er wusste nur etwas von der Katastrophe. Und Vers 20, und Hiob stand auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt, und er fiel zur Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen, und nackt werde ich dahin zurückkehren. Merkt man wieder, das ist Poesie dazwischendurch. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Bei diesem allem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Eine unvorstellbare Katastrophe ist über ihn gekommen und seine Antwort ist Anbetung Gottes. Und es wird ausdrücklich gesagt, Hiob hat nicht gesündigt bei all dem. Nun kann man sagen, damit war Satan völlig bloßgestellt. Die ganze abgefallene Engelwelt war bloßgestellt. Denn es wurde deutlich, ein erlöster Mensch, das ist nicht einfach irgendwie so bluff, dass er gern mit Gott lebt, weil es ihm dann eben viel besser geht. Das ist nicht das Argument. Das ist das Argument des Wohlstandsevangeliums, das heute verkündigt wird zum Teil. Da sagt man, wenn du gläubig wirst, dann gibt dir der Herr, und wenn du spendest, dann kommst du so und so viel mal wieder zurück und dann kannst du mit guten Autos herumfahren und so weiter. Das ist nicht das Argument, dass es einem gut geht, sondern hier bleibt treu, bleibt gläubig, auch wenn er keinen Wohlstand hat. Und es wird also ausdrücklich gesagt, er hat nicht gesündigt. Dann kommt in Kapitel 2 eine spätere Sitzung vor dem Thron Gottes. Wieder versammelt sich die Engelwelt und Satan kommt wieder und sagt, ja, es ist klar, dass es bei Hiob gut gegangen ist. Man gibt ja schließlich letztlich alles her für seine eigene Haut. Wenn es einem selber nicht betrifft, ist man bereit, alles fahren zu lassen. Aber Gott müsste einmal das Hiob selber antasten, seinen Körper. Dann würde er sich offen von Gott lossagen. Und dann sagt Gott, gut, er ist in deiner Hand. Und so kommt in Kapitel 2, Vers 7, der fünfte Schlag.
Und Satan ging von dem Angesicht des Herrn hinweg, und er schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Und er nahm sich einen Scherben, um sich damit zu schaben, und er saß mitten in der Asche. Er selber wird schwer krank. Und wir haben viele Hinweise im Buch selber über die Krankheit bis im Detail. Das ist eine interessante Arbeit für Mediziner, um eine Diagnose zu stellen aufgrund des Buches Hiob. Man hat das schon verschiedentlich auch versucht. Ein Neurologe in Deutschland hat mir gesagt, also er sei der Überzeugung, das war Pest. Es gibt auch die Überzeugung, es sei Lepra gewesen, aber das erklärt auch nicht alle Bestandteile. Möglicherweise ist es sogar eine Krankheit, die man heute gar nicht mehr kennt. Es gibt ja historische Krankheiten, die es nicht zu allen Zeiten gegeben hat. Jedenfalls etwas Fürchterliches und Schmerzhaftes. Seine Haut ist ganz schwarz geworden. Und sein Atem war abscheulich. Und er hatte fürchterliche Schmerzen im ganzen Körper. Ein Feuer brannte in ihm. Das ist der fünfte Schlag. Und dann kommt Vers 9. Da sprach seine Frau zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Sage dich los von Gott und stirb. Das ist die sechste Prüfung. Die Ehefrau will ihn zum Abfall von Gott bewegen. Übrigens, so sarkastisch. Sag dich los von Gott heißt eigentlich, segne Gott und stirb. Also sag Gott noch Lebewohl und stirb. Und er sprach zu ihr: Du redest wie eine von den Törinnen. Du redest wie eine der Törinnen redet. Wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen. Bei diesem allem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Jetzt haben wir schon 6 Prüfungen. Die 7. kommt nach der Pause. Aber noch eine kleine Bemerkung. Merkt man den Unterschied hier nach der 6. Prüfung? Hier heißt es, Hiob sündigte nicht mit seinen Lippen. Aber in Kapitel 1, 22 heißt es, bei diesem allem sündigte Hiob nicht. Und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Also in seinem Herzen ist wohl schon etwas geschehen. Aber er hat es nicht über seine Lippen gebracht. Gut. Zur 7. Aber die ist sehr schwierig zu finden. Kapitel 2, Vers 11. Und die 3 Freunde Hiobs hörten all dieses Unglück, das über ihn gekommen war. Und sie kamen ein jeder aus seinem Orte. Eliphas, der Themaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Zophar, der Naamatiter. Und sie verabredeten sich, miteinander zu kommen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Und sie erhoben ihre Augen von Ferne und erkannten ihn nicht. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und zerrissen ein jeder sein Gewand und streuten Staub auf ihre Häupter himmelwärts. Und sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang. Und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob hob an und sprach: Es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, welche sprach: Ein Knäblein ist empfangen. Jener Tag sei Finsternis. Nicht frage Gott nach ihm droben und nicht erglänze über ihm das Licht. Bis dahin. Es scheint, es gibt nur 6 Prüfungen. Aber wir haben gesehen, nach 4 Prüfungen, Hiob hat nicht gesündigt, überhaupt nicht. Nach 6 Prüfungen
Hiob hat nicht gesündigt mit seinen Lippen. Und dann kommen seine Freunde auf Besuch und plötzlich beginnt Hiob seinen Geburtstag zu verfluchen. Und das ist keine kleine Sache. Wenn ein Mensch gewissermaßen seine Geburt verflucht, in den Propheten heißt es, wehe dem, der zu seinem Vater sagt, warum hast du mich gezeugt? Das gibt es. Und da sagt Gott, wehe, wenn Kinder ihren Eltern sagen, warum hast du mich gezeugt? Also wir sehen hier natürlich ein verzweifelter Mensch, aber er verflucht seine Geburt. Was ist geschehen? Warum kommt jetzt plötzlich dieser Ausbruch, dieser Vulkan? Da kommen doch drei Freunde und die wollen ihn trösten. Übrigens, es heißt in Vers 11 am Schluss, und sie verabredeten sich, miteinander zu kommen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen. Der hebräische Ausdruck heißt ganz wörtlich, um die Köpfe zu schütteln. Aber das ist so eine Redewendung, das bedeutet Beileid bezeugen. Aber das hat etwas sehr Tiefes drin. Was heißt Beileid bezeugen? Das ist nicht erst dann, wenn wir wissen und verstehen, warum jemand leidet. Sondern schon das ist eine Hilfe, wenn wir jemandem sagen, du, wir verstehen es auch nicht, warum das so gekommen ist. Wir sind genau gleich wie du, wir blicken auch nicht durch. Das ist schon Beileid. Wir Menschen verstehen einfach nicht diese Dinge. Gut, sie sind gekommen, um zu trösten. Sie weinen, aber nachher kommt dieser Vulkan. 7 Tage und 7 Nächte. Die waren nicht so gestresst wie wir in unserer Gesellschaft. Die konnten kommen und einfach 7 Tage hinsitzen und nichts sagen. Das ist unglaublich, muss doch etwas geschehen! Aber das ist uns völlig abhandengekommen. Wir sind so gedrückt und gestresst. Und die Menschen damals, die haben eine ganz andere Lebensauffassung, Lebenshaltung gehabt. Und dann kommen ja auch ihre Reden. Und da merkt man, wie viel die nicht nur einfach da gesessen sind, sondern wie viel die reflektiert nachgedacht haben über das Leben, über die Natur, über die Geschichte, über Gott. Es waren nicht einfach Faulenzer, aber die haben viel, viel mehr reflektiert. Und in unserer Gesellschaft, wer darf sich Zeit nehmen, um nachzudenken? Ich meine, wenn man spazieren geht, dann muss man doch noch 2 Dings da drin haben und eine Mini-CD laufen lassen. Wo ist diese Ruhe, dieses Nachdenken über das Leben, über Gott, über die Natur? Das haben die alle gehabt. Und darum, man ist so überwältigt über diese Weisheit, die diese Freunde sich angehäuft haben im Laufe ihres Lebens. Nun, sie haben einfach 7 Tage geschwiegen. Und Hiob hat gemerkt, was die denken. Man muss nicht immer reden, damit man merkt, was der andere denkt. Die stellen mich in Frage. Die fragen sich, ob das alles nur Bluff war früher. Und das kommt dann auch in den Reden zum Ausdruck. Die drei Freunde machen es ihm klar. Hiob, du hast schwer dich Gott gegenüber verschuldet und darum ist das Unglück gekommen. Das ist eine Strafe für ein verstecktes, gottloses Leben. Also Hiob hat gemerkt, mein ganzes Leben in Gottes Furcht wird jetzt in Frage gestellt von meinen Freunden. Und das hat er nicht erzählt. Das konnte er nicht ertragen und darum hat er dann schließlich seine Geburt verflucht. Es ist schon erstaunlich, da kann er 10 Kinder verlieren und sündigt nicht. Und da kann seine Frau ihn zum Abfall von Gott bewegen und er bleibt fest und da kommen seine Freunde und die denken, mit dem ist es grundsätzlich nicht in Ordnung. Und dann explodiert er. Und das macht deutlich, wo bei uns Menschen wahrscheinlich eine ganz besondere Schwachstelle ist. Wenn man uns als Person in Frage stellt
Und wenn man unseren Glauben, unsere Gerechtigkeit vor Gott in Frage stellt, das ist wahrscheinlich etwas vom Allerschwierigsten, das zu ertragen. Und da ist Hiob explodiert. Das heißt, 6 Prüfungen hat er wenigstens nach außen bestanden. 4 nach außen und innen, 6 nach außen und die 7. Prüfung hat er nicht bestanden. Aber durch all diese Diskussion hindurch, dann durch die Rede Eliphas hindurch, dann durch die Rede Gottes aus dem Sturm hindurch, schließlich hat Gott das Ziel erreicht und Hiob bereut in Staub und Asche. Und Gott kann ihn wieder herstellen. Also das macht deutlich, dass das Leiden Hiobs eine andere Bedeutung hatte als das 7. Leiden. Das war irgendwie zur Erziehung von Hiob. Aber übrigens in Verbindung mit diesen 7 Leiden ein Spruch von Eliphas, Kapitel 5, Vers 17. Das ist geradezu prophetisch. Da sagt Eliphas: Siehe, glückselig der Mensch, den Gott straft. So verwirft denn nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Denn er bereitet Schmerz und verbindet. Er zerschlägt und seine Hände heilen. In 6 Drangsalen wird er dich erretten und in 7 wird dich kein Übel antasten. Er spricht also darüber, es gibt 6 Drangsale, und später kommt dann die Rettung für dich. Ja, es kommen, zweite Verszeile, ja, es kommen 7 Drangsale und dann kommt kein Übel mehr an dich. Das ist geradezu prophetisch. Diese 6 Prüfungen einerseits, die 7. und dann kommt die endgültige Befreiung. Nun sehen wir, besonders die ersten 4 Prüfungen waren Leiden zur Ehre Gottes. In Johannes 9, da trifft doch der Herr mit seinen Jüngern einen Blindgeborenen. Und die Jünger fragen dann, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Und der Herr sagt überhaupt nicht, weder er noch die Eltern. Sondern diese Krankheit ist, damit Gottes Herrlichkeit offenbar werde. Übrigens, die waren nicht irgendwie komisch, die Jünger, dass sie an Reinkarnation geglaubt hätten, oder? Hat der gesündigt, dass er blind geboren wurde? Sondern der Hintergrund ist der. Die Rabbiner haben damals gelehrt, der Mensch ist nicht an sich böse, sündig. Also die Erbsündenlehre aus Römer 5, Vers 12, wurde im Judentum nicht festgehalten, leider. Und sie haben gesagt, der Mensch hat in sich 2 Tendenzen. Die Tendenz zum Guten, Jezer Tov, haben sie gesagt. Und dann Jezer Ra, die Neigung zum Bösen. Wenn nun ein Embryo, also ein Kind im Mutterleib, wenn bei ihm der Jezer Ra, die Neigung zum Bösen, überwiegt, dann wird das Kind geboren mit einem Geburtsschaden. Das war ihre Lehre. Und darum haben die Jünger gefragt, hat er gesündigt oder seine Eltern? Das ist ein ganz schrecklich. Ich meine, diese Eltern, die hatten ja schon genügend mit dieser schweren Behinderung. Ein Kind, das von Geburt an blind ist, aber damit waren sie gestempelt in der Gesellschaft. Das ist nämlich ein ganz besonders böses Kind, das die bekommen haben. Und der Herr sagt, nein, überhaupt nicht. Nicht er hat gesündigt, auch die Eltern nicht schuld, sondern Gott hat dieses Leiden gegeben, damit schließlich die Herrlichkeit Gottes offenbar werden soll. Und darum hat er dann den Blindgeborenen geheilt. Und das ist ja eines von diesen 7 ganz besonderen Wundern im Johannesevangelium, das sehr, sehr spezielle Bedeutung hat. Also es gibt Leiden, das nicht eine Folge der Sünde ist, sondern das zur Herrlichkeit Gottes dienen sollte. Und das sehen wir ganz ausgesprochen bei den ersten 4 Prüfungen bei Hiob.
Das war zur Ehre Gottes. Und die ganze Engelwelt musste anerkennen, Hiob ist wirklich ein erlöster Mensch. Das ist nicht etwas Gespieltes, sondern der bleibt treu und fest in seinem Glauben, auch wenn er alles verloren hat. Und auch bei den zwei weiteren ist es zur Ehre Gottes, wenn die Frau ihn zum Abfall aufruft und er ganz klar sagt, du redest wie die gottlosen Frauen sprechen. Wir haben das Gute angenommen, sollen wir jetzt nicht das Böse auch akzeptieren? Das ist zur Ehre Gottes. Aber dann finden wir die siebte Prüfung, die war zur Erziehung von Hiob. Und in Hebräer 12, Vers 4 bis 11 wird gesagt, dass Gott mit den Gläubigen auch heute so verfährt, dass er sie erzieht durch Leiden, wie ein Vater Kinder erzieht. Und das ist nicht irgendwie, weil sie besonders sündige Menschen wären, weil sie besonders gottlos wären, sondern einfach zur Erziehung haben wir das alle nötig. Also Leiden zur Erziehung ist etwas ganz Normales. Und besonders die siebte Prüfung, aber vielleicht eigentlich schon fünf und sechs haben damit gespielt, waren da, um den verborgenen Stolz Hiobs aufzudecken. Es war etwas Stolzes da, aber er war nicht ein gottloser Mensch, wie die Freunde das bezeichnen, sondern es war etwas Gottloses da und das wollte Gott bei Hiob durch Leiden korrigieren. Und am Schluss verabscheut er in Staub und Asche. Es gibt also Leiden zur Erziehung, es gibt Leiden zur Ehre Gottes. In 2. Korinther 12, Vers 7 wird sogar gesagt, es gibt Leiden zur Prävention. Paulus sagt, Gott hat mir einen Dorn ins Fleisch gegeben, ein Leiden, ein schweres Leiden, damit ich mich nicht überhebe, weil er so viele Offenbarungen bekommen hatte. Also das Leiden, das Paulus hatte, war nicht, weil er gesündigt hatte, weil er hochmütig war, sondern damit er nicht hochmütig wird. Das ist Prävention. Aber wir finden zum Beispiel auch Leiden mit einem anderen Sinn. In 2. Korinther 1, Vers 3 bis 4 sagt Paulus, dass er durch Leiden gegangen ist und Gottes Trost erlebt hat, damit wir die trösten können, die durch Drangsal gehen. Das heißt, Paulus hat gelitten, damit er verstehen konnte, wie es ist, wenn andere leiden, damit er sie besser trösten kann. Das ist auch wieder ein ganz anderer Aspekt. Fragt einer sich, warum hatte ich eine Phase von Depression in meinem Leben? Ja, damit man vielleicht dann in bestimmten Situationen Depressive verstehen kann und denen nicht einfach sagt, tu doch nicht so komisch, Kopf hoch, ist dir gar nichts und du machst immer so. Nein, dass man versteht, wie komisch das ist, wenn man in Depression ist und Dinge werden groß, die mit einem nüchtern überlegt, das ist eigentlich gar nichts. Ich spreche jetzt von einem konkreten Beispiel, es gibt ganz Verschiedenes, aber damit man da überhaupt mitfühlen kann, also leiden, damit wir wieder andere trösten können. Und was soll das letztlich? In 2. Korinther 1, Vers 3 wird Gott genannt, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes. Wir können Gott nur so erleben, wenn wir durch Leiden hindurchgehen. Sonst ist das rein theoretische Theologie. Gott ist ein Gott des Trostes. Was heißt das, wenn man es noch nie erlebt hat? Ganz konkret, was es heißt, Gott tröstet in einer schweren Situation. Also Gott erleben als das, was er ist, ein Gott des Trostes. Und dann finden wir aber in 1. Korinther 11, Vers 30, sagt Paulus, wegen des unwürdigen Abendmahls in Korinth sind etliche krank und sogar gewisse sind gestorben. Und es war ein Gericht an Gläubigen. Paulus sagt dann nachher, geschieht zur Züchtigung, also zur Erziehung, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Die sind nicht verloren für die Hölle, aber es ist ein Gericht Gottes, dass ihr Leben auf Erden verkürzt worden ist. Ein Gericht. Und dann können wir noch unterscheiden, das Gericht an den Verlorenen, das ist die ewige Pein, Offenbarung 20, 11 bis 15 und viele andere Stellen.
Also, Leiden ist so vielfältig. Es gibt so viele verschiedene Gründe. Und die Freunde Hiobs, die haben einfach gesagt, er leidet, also ist gottlos. Ganz konsequente Logik, aber mit zu wenig Faktoren drin. Die Rechnung war falsch. Und eben auch heute, das Leiden ist viel komplexer. Wenn wir jemanden sehen, leiden sehen, dann müssen wir uns fragen, ist das Leiden zur Ehre Gottes, zur Erziehung, zur Prävention, zum Mitgefühl oder zum Gericht? Zum Gericht ist eine Möglichkeit unter vielen. Und in der Realität ist es sogar oft noch eine Mischung von den verschiedenen. Das haben wir auch bei Hiob jetzt gemerkt. Prüfung 5 und 6 war bereits eine Mischung. Also das Leben ist ein bisschen komplizierter, als man es gerne haben möchte. Aber das haben wir alles schon gemerkt. Nun, eine Charakterisierung der vier Freunde Hiobs. Eliphas, der würdigste, älteste, beginnt. Eine Antwort auf den Vulkanausbruch Hiobs, der seinen Geburtstag verflucht hatte. Sehen wir übrigens hier, das Thema Geburtstag spielt eine große Rolle im Buch Hiob. Seine 10 Kinder, die haben immer so eifrig Geburtstag gefeiert. Das war für sie wichtig. Das ist etwas Schönes, dass man auf die Welt gekommen ist. Ja, Frage ganz persönlich, wann hast du das letzte Mal dafür gedankt, dass Gott dich gemacht hat, dass es dich gibt? Ja, also mindestens am Geburtstag kann man mal besonders dran denken und dann kann man vielleicht auch mal der Mutter danken, dass sie nicht irgendeine Pille geschluckt hat oder so. Ja, es ist ja nicht mehr selbstverständlich heute, wenn in der Schweiz etwa 60.000 Kinder abgetrieben werden pro Jahr. Weltweit über 50 Millionen. Da kann man ruhig der Mutter mal am wenigsten am Geburtstag mal Danke sagen, dass sie 9 Monate sich so eingesetzt hat und dann nachher noch einige Jahre dazu. Ja, und das macht es noch dramatischer, wenn Hiob dann, in dessen Familie Geburtstage eine Rolle gespielt haben, dann seinen Geburtstag schließlich verflucht, als Irrtum in der Schöpfung. Übrigens, die Zeugen Jehovas haben davon abgeleitet, dass man nicht Geburtstag feiern soll. Die machen das ja nicht. Eben, das war, jedenfalls bei Hiob ging das schief. Und sie begründen es jedenfalls mit dem Geburtstag in Evangelien, wo Herodes, der Tochter der Herodias, der Salome, gefragt hat, was möchtest du? Bis zur Hälfte meines Besitzes, weil sie so schön getanzt hatte. Und dann sagt sie, ich möchte den Kopf von Johannes dem Täufer. Also, auch da wieder ein anderes Beispiel von Geburtstagfeier in der Bibel und sie ist jedes Mal schlecht. Ja, ja gut, aber man musste das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Das heißt nicht, dass Geburtstagfeiern an sich etwas Schlechtes ist. Nein, es ist etwas Besonderes. Wir sind zum ersten Mal geboren worden. Das war die Voraussetzung, dass wir ein zweites Mal geboren werden konnten. Die Neugeburt ist bedingt durch die erste Geburt, ja? Also, Hiobs ältester Freund Eliphas beginnt. Und wie argumentierte er? 4, Vers 7. Gedenke doch, wer ist als Unschuldiger umgekommen? Und wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? Also er argumentiert, schau mal, das gibt es ja gar nicht. Dass ein unschuldiger Mensch umkommt und dass ein rechtschaffener Mensch ausgetilgt wird. Das ist das Argument, du bist absolut daneben. Und jetzt argumentiert der Vers 8, so wie ich es gesehen habe, der alte Eliphas, die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Das ist ganz klar. Ich habe das erlebt. Ich bin alt geworden und ich habe das immer, immer so gesehen. Das ist ganz eindeutig. Seine langjährige Erfahrung. Und dann hat er noch eine Vision. Das bringt er auch als Argument ein. In Vers 16,
Vers 12. Und zu mir gelangte verstohlen ein Wort, und mein Ohr vernahm ein Geflüster davon. In Gedanken, welche Nachtgesichter hervorrufen, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, kam Schauer über mich und Beben, und durchschauerte alle meine Gebeine. Und ein Geist zog vor meinem Angesicht vorüber, das Haar meines Leibes starrte empor, also ohne elektrisch. Es stand da und ich erkannte sein Aussehen nicht. Ein Bild war vor meinen Augen, ein Säuseln und eine Stimme hörte ich. Sollte ein Mensch gerechter sein als Gott oder ein Mann reiner als der ihn gemacht hat? Siehe, auf seine Knechte vertraut er nicht und seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen, deren Grund im Staube ist. Wie Motten werden sie zertreten, vom Morgen bis Abend werden sie zerschmettert, ohne dass man's beachtet. Kommen sie um auf ewig. Ist es nicht so, wird ihr Zeltstrick an ihnen weggerissen, so sterben sie und nicht in Weisheit. Soweit Eliphas Traum. Wie soll man den Traum einschätzen? Schon eigenartig. Er hat es als göttliche Vision im Traum aufgefasst und als Argument gebracht, um das noch zu unterstreichen. Aber sehr fragwürdig, was ist wohl diese Quelle gewesen? Er sah einen Geist und er konnte die Gestalt gar nicht richtig ausmachen und dann eben dann diese Rede im Traum. Eigenartig. Also wir können diskutieren über die Quelle dieses Traumes. Es wird nicht geklärt in der Bibel. Eben, das Leben ist ein bisschen komplizierter, als wir es gerne möchten. Auch hier. Also, das ist die Argumentationsart von Eliphas.